Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Graben. Es ist der nächste Morgen, ich habe geschlafen, das Wetter ist wieder gut. Ich habe gespeichert, kurz vor dem Schlafen. Und ich werde mich nun auf die Suche nach Pedro begeben. Und da ich noch 5 Lernpunkte habe, lohnt sich es gerade nicht, meine Mana zu steigern. Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Boah. Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Tja, keine Ahnung, wo der sich versteckt. Aber ich habe ja letztes Mal diesen Brief gekriegt von Pyroka. Wenn ich jetzt nur wüsste, welcher das ist. Das ist es nicht. Konstant, ja, nee, die ist es garantiert nicht. Miltons Notiz für Gorn wird es auch nicht sein. Steckbrief. Pyrokas magischer Brief, genau. Den suche ich. Fernando, oh, Vino. Vino ist ja schon tot. Fernando, ja, den hatte ich schon. Vino ist tot. Malak und Bromor. Wer sind Malak und Bromor? Malak und Bromor, die kenne ich nicht. Sind die... Moment, im Kloster sind sie nicht. Malak? War Malak nicht einer auf irgendeinem der unzähligen Bauernhöfen? Bauernhöfe? Ich glaube ja. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Okay. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Ja, dann red doch mal mit Milton. Du kannst ja vielleicht deine Unterkunft bezahlen oder so. Oder, keine Ahnung, weiß ich nicht. Überleg dir was. Bist ja alt genug. So, ich bin halt leider immer noch zu schwach, als dass ich mich mit dem anlegen würde. Ich weiß, ich muss irgendwas von denen besorgen, aber das mache ich lieber dann, wenn ich wirklich in der Lage bin, die zu bekämpfen. Ich muss es jetzt hier nicht jeden Tag wieder versuchen. Also Stufe 13 bin ich zu schwach. Ich denke mal so mit Stufe 15, wenn ich nochmal einen besseren Zauber habe. Oder vielleicht eine bessere Robe. Oder einen besseren Magierstab. Oder eine bessere Waffe generell. War hier die Höhle? Ne, hier ist keine Höhle. Wenn ich da mal ein bisschen besser bin, ein paar Levels, dann lege ich mich mit den Viechern nochmal an. So, ich weiß natürlich, wenn der Novize da ins Wasser gehüpft ist, dass er dann hier drüben lang sein muss. Aber ich will halt selber nicht ins Wasser rein, weil ich bin ja, glaube ich, mal drin gewesen. Wenn ich mich recht erinnere. Und da kommt man so schlecht wieder raus. Deswegen will ich hier zu Fuß langlaufen. Und vielleicht mal kurz hier vorbeischauen. Ob es hier was Neues gibt. Hey du. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir... Na, ich muss geschickter werden. Okay. Dann halt nicht. Hast du Boss was Bogen? Hat er wahrscheinlich nicht. War ja auch zu einfach. Ein Suchender. Dem weiche ich mal lieber hier aus. Nein! Nein, ich verbiete dir, mich zu verzaubern. Du hast nicht meine Erlaubnis dafür. So. Nö, werdet ihr nicht. Ich werde euch ausweichen, bis ich stark genug bin und dann werde ich euch kriegen. So sieht's nämlich aus. So. Nicht vorbei? Ja, ich bin vorbei. Keine Ahnung, ob das jetzt unnötig weit war. Aber ich bin vorbei. Alles andere ist egal. Es hat geklappt. Ich könnte mich langsam mal um die Banditen da unten kümmern. Fällt mir gerade auf, wenn ich schon hier bin. Na, komm her. Na, komm her. Siehste. Und immer schön das Gold mitnehmen. Ich brauche nämlich... was war's? Ach genau, einen besseren Stab. So,
Da ist nichts. Ja, genau. Das wollte ich gerade mal gucken, ob ich zwischendurch irgendwas gelernt habe. Aber nö, habe ich nicht. Ich kann den Viechern hier immer noch nichts abnehmen. Schade. Aber ist halt leider so. Blutfliegen. Yay. Aber auch hier wieder will ich keinen Mana verschwenden. Also komm her, Nahkampf. Nur würde ich halt gerne nach oben gehen, damit ich hier nicht über Kopf kämpfen muss, weil ich da nämlich nicht treffen werde. Na komm. Na komm her. Ah, komm schon. Und die zweite wieder mit einem Schlag. Das ist so typisch. Ich weiß nicht, ich finde dieses Kampfsystem ein bisschen dämlich. Ich finde diese kritischen Treffer, die machen viel zu viel aus und kommen viel zu selten. Aber viel zu unnachvollziehbar. Dass man sich darauf wirklich verlassen könnte. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur ein paar Prozent auf Einhandkampf habe. Vielleicht muss ich ja tatsächlich mal das einfach noch erhöhen, beziehungsweise ja dann meinen Zweihand-Skill erhöhen, weil ich ja langfristig dann die Magierstäbe benutzen will. Ein Landstreicher! Ich weiß jetzt nicht, ob der mir feindlich gesonnen ist oder nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Bandit. Aber vielleicht will er auch nur reden. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Hey. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Hey. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Hey. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Sei vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Nee, warte mal. Ich muss hier erstmal kurz warten, bis der weit genug weg ist. Sonst greift er mich an. Ich will dir jetzt keine Manieren beibringen. Nee, nee. Das passt. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Gut, ich habe lang genug gewartet. Immerhin bin ich damit diesem Suchenden entgangen. Wo kam der denn her? Von oben oder von hier hinten? Ich glaube, hier hinten war doch so ein Schattenläufer, ne? War da nicht sowas? Lurker. Aha. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Schädel, ganz viele Leichen. Die wurden hier wohl angeschleppt. Nee, ist okay. Das hat geklappt. Da muss ich nicht irgendwie... Doch, doch. Das ist doch ein Schattenläufer. Da bin ich... Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Wacht der denn auf? Ja, er wacht auf. Okay. Ich bin hier weg. Tschüss. Sorry, wollte ich nicht wecken. Halt ruhig deinen Schönheitswinter, wie auch immer, Schlaf. Tu, was du willst. Ich bin hier nur Pflanzen sammeln. Mhm. Ich tu keinem was. So, wächst da hinten noch irgendwas? Ist da vielleicht eine unterirdische Höhle oder so? Oder eine Unterwasserhöhle? Schauen wir doch mal. Sieht nicht so aus. Gut. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich diese Ecke noch nie erforscht hatte. Aber jetzt halt schon. Und jetzt, ne? Schattenläufer? Nö, kein Bock. Mit dem Lurker würde ich fertig werden. Mit dem Schattenläufer halt leider nicht. Zumindest noch nicht. Zumindest glaube ich das. Ich weiß es nicht. Gut möglich, dass ich es mittlerweile könnte, aber ich hätte dann doch gern ein paar stärkere Zauber dafür. Als nur meinen Feuerpfeil hier, den ich hier habe. Joa. Gut. Da oben rechts habe ich auch schon alles erforscht, vor Ewigkeiten. Da wird es nichts Neues mehr geben. Außer vielleicht ein paar Gegner, aber die würde ich ja sehen mit meinem Fernkampf. Dafür haben wir hier einen Suchenden. Und eine Leiche direkt daneben. Gut, ich brauche 80 Lebenspunkte. Wie kriege ich 80 Lebenspunkte?
80 Lebenspunkte wären zum Beispiel hier 30. Und 50. Und 70. Und dann noch zwei Fische. Und dann habe ich 80, ne? Und dann müsste ich jetzt komplett... Genau. Wunderbärchen. So muss das sein. So, wie komme ich jetzt an dem Typen da vorbei, ohne dass er mich anspricht? Denn wir haben ja gelernt, wenn er mich anspricht, dann kann er mich zum Teil irgendwie übernehmen oder so. Ich könnte ja mal versuchen... Joa, alles andere fällt mir gerade nicht auf. Skelett, greif ihn mal an. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, du sollst das Skelett... Nein, du sollst das Skelett angreifen. Ach, verdammt. Okay, das wird so nix. Nein, 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 nein. Ich sagte nein. Ich sagte nein. So, jetzt brauche ich ungefähr 200 Lebenspunkte. Ich kriege hier allein schon mal 120. Diese ganze Wurst, die ich aus dem Klosterkeller geklaut habe. Oh Mann, das ist so gut. Das ist so großartig. Oh Mann. Da gehe ich in den Keller und was klaue ich? Wurst. Natürlich, andere klauen Schätze oder Geld oder was auch immer. Was klaue ich? Wurst. Naja, was soll's. Noch ein bisschen Brot hinterher. Ne? Damit die Wurst nicht so alleine da unten im Magen liegt. Noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Und für die Vitamine vielleicht noch ein paar Pilze. So. Mein Mana. Da fehlt mir 5 Mana. Das ist in Ordnung. So, was kann ich denn jetzt noch auf den drauf hetzen? Ich könnte mich in einen Drachensnapper verwandeln, ne? Ich probiere das mal aus. Ich leg den jetzt um, ohne Scheiß. Ich leg den jetzt um. Ist mir egal. Ich leg den um. Und wenn ich 2 Spruchrollen verbrauche dafür. So, ich bin jetzt ein Drachensnapper. Und gegen einen Drachensnapper hast du gar nichts, was du tun kannst. Siehst du? Siehst du? Boah, guck mal, diese Drachensnapper sind übelst stark. Geiler Scheiß. Geil. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt weggehe, dann... Gletscherquarz, okay. Wenn ich jetzt halt weggehe, dann wird er wieder die spawnen. Darauf habe ich keine Lust. Da ist nichts zu holen. Schade. Nun gut. Hey, das mit dem Drachensnapper ist super. Das hätte ich mir vorher machen sollen. Ich meine, okay, Lurker hätte ich noch zur Auswahl. Und Varg. Okay, Varg sind auch nicht schlecht. Varg sind ja auch relativ mächtig. Vielleicht nicht ganz so mächtig wie ein Drachensnapper, aber auch schon ziemlich stark. Na? Geht doch. So, es ist mir jetzt natürlich gerade sehr recht, dass ich in diese Richtung gehe, um den Novizen zu finden. Denn was ich natürlich eigentlich hier tun möchte, ist zur Pyramide gehen und in die Erweiterung. Jetzt fehlen mir noch 10. Ach, verdammt, ich habe keine 10 Mana-Teile mehr, ne? So, komm jetzt. Ich brauche... Wie viel brauche ich? Ich probiere es mal damit, genau. Und dann fehlen mir noch 100. Und weil ich die 100 dafür in Kampf will, nehme ich 250er. Und dann bin ich komplett geheilt. So. Ja, ich soll jetzt Pedro finden, damit es hier weitergeht. Ah, ein Suchender. Hilfe. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich Drachensnapper geblieben, ey. Wie viel Erfahrung fehlt mir denn noch? Nee, das wird niemals klappen. Ich weiß gar nicht, wie viel Erfahrung ich jetzt gekriegt habe von ihm. Boah, der kommt so schnell näher. Nein, 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 nein. Lass mal. Lass mal stecken, Junge. Bleibt er stehen? Ich glaube, er steht. Dann werde ich jetzt mal zum Varg. Von wegen, der bleibt gar nicht stehen. Der bleibt überhaupt nicht stehen. So, nochmal speichern. Für alle Fälle.
sehe, das klappt nicht. Ich warte mal, bis er von der Brücke runterkommt. Weil ich keine Lust habe, dass dann seine Leiche da irgendwie durchglitscht. Verdammt. Das klappt irgendwie nicht so gut. Nö, das hat nicht funktioniert. Okay. Ich halte fest, ein Varg ist deutlich schwächer als ein Drachensnapper. Und leider nicht stark genug, um einen Suchenden umzulegen. Gut, was könnte ich stattdessen tun, statt mich in einen Varg zu verwandeln? Ich könnte einfach mal meinen Feuerpfeil nehmen und spammen. Hier, nimm. Und da muss ich halt ausweichen. Voll reingelaufen. Ich Depp. Nee, das klappt halt irgendwie auch nicht. Das macht halt irgendwie gar keinen Schaden an dem. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde einfach mich an die Seite stellen und ihm ausweichen. Yep, da bleibt mir leider nichts anderes übrig. Da muss ich jetzt einen auf Feigling machen. Und einfach warten, bis er an mir vorbeiläuft. So. Tja, ist ein bisschen schade. Ich hätte ihn gerne umgelegt. Ich hätte mich gerne mit ihm geprügelt. Ich hätte ihm gerne irgendwas abgenommen, was er bei sich hat. Hat leider nicht funktioniert. Was geht denn da unten ab? Da ist doch was. Prügelt sich der Schattenläufer vielleicht gerade mit dem Lurker von vorhin? Fände ich schade. Ich hätte gerne die Erfahrung für beide. Wie immer. Wie so üblich. Naja. Gibt's hier noch einen Suchenden? Sieht gerade nicht so aus. Dann werfe ich mal einen Blick nach oben. Hier ist auch alles gut. Sieht auch alles gut aus in der Umgebung. Dann ist natürlich jetzt die wichtige Frage, in welche Richtung hat sich der Novize bewegt? Ist er zur Pyramide? Oder ist er weiter Richtung Troll nach hinten? Ich glaube, er ist hier lang. Ja, ich glaube, der ist hier lang. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn der hier umgebracht wurde von den Suchenden, dann ist wahrscheinlich diese Statue auch eingenommen von denen. Dementsprechend werde ich jetzt nicht daran beten, sondern zum Beispiel diese Scavenger umlegen. Na komm her. So. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt hier weitermache, ich wollte eigentlich nur so weit gehen, um festzustellen, ob ich wirklich hier lang muss nachher. Und ja, das muss ich. Denn sonst wäre hier kein toter Novize. So. Erstmal ein Apfel. Schmeckt saftig und frisch. Sehr gut. Nein. Ich möchte jetzt nicht die Hauptstory mit dem Auge Indos weitermachen, sondern ich möchte in die Erweiterung gehen, in die Nacht des Raben, in die neue Welt mit den Piraten. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich dafür die Quest von Greg erledigen müsste. Zunächst. Weiß ich gerade gar nicht. Werde ich sehen. Kann ich ja auch noch im Nachhinein machen. Bestimmt. Komm her, du Snapper. Und zwar bitte einzeln. Ja, meinetwegen auch zwei. Komm. Ach komm, im Innenteil bin ich auch mit ein paar fertig geworden. Wobei, im Innenteil habe ich, glaube ich, den ersten mit Magie umgelegt und den zweiten mit der Waffe. Kann ich hier eigentlich blocken? Weiß gar nicht. Muss ich nachher meine Aufnahme schauen? Nichts zu holen. Hab grad nicht auf meinen Lebensbalken geachtet. Also die von der Animation her habe ich geblockt. Aber ob das auch geklappt hat? Nichts zu holen. Das weiß ich gerade nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. So. Lauflieder ist super, weil ich brauche 15. Beziehungsweise Blödsinn. Wenn ich 15 Mana brauche, dann schnappe ich mir erstmal so ein 15er Mana-Kraut.
Ja, ich habe hier ganz viel Fleisch, das ich noch essen kann. Ich sammle mal hier noch ein bisschen Zeug ein, ne? Wenn ich schon mal hier bin und die Snapper weg sind. Ich war ja hier mal vor vielen, vielen Folgen, falls ihr euch erinnert. Und da hatte ich ja ganz übel Probleme mit den Snappern hier. Und auf die Varane habe ich gerade keine Lust, weil ich zu angeschlagen bin. Ich wüsste aber gerne, was sich hier so noch rumtreibt, hier außen. Okay, scheinbar nur die Varane. Gut, dann würde ich mal sagen, ich futter mich hier mal noch ein bisschen gesund. Und beim nächsten Mal werde ich die beiden Varane umlegen. Und dann gehe ich unten rein, in die Pyramide, unter die Pyramide, zu den Feuermagiern, Wassermagiern müssen das dann sein. Und es gibt dort noch ein paar Goblin-Skelette, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mittlerweile gut genug bin, um mit denen fertig zu werden. Zumindest, wenn ich meine Magie benutze, die ich ja genau dafür habe, letzten Endes, ne? So. Hä? Da. Nein, 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 ich will nur einen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.